Willkommen. Alle Bildschirme deaktiviert und wir sind wieder im besten Spiel auf diesem Planeten. ein Rennen. Halt die Fresse. Warte, bin ich froh, wenn ich endlich mit diesem Spiel durch bin, ey. Immer diese Punkte, die ich treffe bei einigen Spielen. Wenn ich froh bin, sie endlich durchzuhaben, los zu sein, erlöst zu sein von diesen Spielen. So war es auch letzten Mal bei Tony Hawk's Pro Skater 4. Bei dem Spiel habe ich hier wenigstens noch keinen Controller zerstört, weil ich es mit Tastatur spiele. Die zu zerstören wäre jetzt nicht so geil. Aber, naja, doch, ich rege mich schon bei dem Spiel auf. Aber, naja, dafür kann ich nichts. Das macht es ja auch nicht besser, ne? Ja, ansonsten mache ich ja schnippel die Schnippschnapp und schneide das am wenigstens einfach so rein, weil wenn ich währenddessen nur reden müsste, ich glaube, dann würde ich mich noch mehr hochschaukeln vom Wutheitsgrad. Aber egal, komm, wir starten jetzt über die Scheiße, weil... Durch damit. Schlimm ist, warum tue ich mir das an? Warum spiele ich das Kackspiel? Warum will ich auch den Nachfolger spielen, obwohl es genau das gleiche ist? Oh Gott, ich kann mich immer mit mir selbst aufregen. Was habe ich denn letztes Mal für eine scheiß Karre genommen? Die habe ich genommen und die konnte man so halbwegs gut lenken, weil die lenken sich ja schon alle so ein bisschen anders. Ich bin der Meinung, diese Piss-Dreckskarre, glaube ich, ließ sich so am besten lenken. Glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Schön, dass es auch wieder für OBS ein Update gab. Ich weiß gar nicht mehr, welche Taste hier war. Ja, denke ich mal so, oh, es wurden jede Menge Sachen gefixt und dies und das gemacht. Und welche Taste waren? Okay, das war das. Hört sich an wie Scooter. Auf dem Weg! Was waren Resetten? Leertaste? Die Enter-Taste, okay. Oh, danke, ich hab so hart verkackt. Ich kann gleich komplett neu starten. Ich bitte, hört sich echt voll der Kanne an wie so ein Scooter-Verschnitt, ey. Und den Scooter kriegen sie ganz bestimmt nicht für das alte Gammelspiel hier. Scooter wäre viel zu teuer gewesen. Okay. Ich würde sagen, was macht der denn da, aber ich weiß, was er da macht. Okay, also lenken tut die Karre sich ja gar nicht mal so kacke. Bringt aber nichts, wenn man hier hart verkackt. Wenn man selbst hart verkackt, ne? Weil ihr seht ja hier, wie gut die Typen einfach rüberfahren, ey. Wow, Leute, scheiß Dauernuss hier. Fotzen. Wie gesagt, ja, OBS, ne? Wird zwar alles mögliche aktualisiert, aber denke ich mal so, ja, und ich unterfordere OBS wahrscheinlich volle Kanne, weil ich einfach nur aufnehme. Für das andere benutze ich das Programm ja nicht. Hat ja mittlerweile fast schon Nvidia ersetzt. Aber auch nur, weil der mich in letzter Zeit so zu Weißglut getrieben hat. Und mit OBS Fuchs so, der hat wenigstens alles, ja. Also gleich Reset, ne. Da funktioniert wenigstens alles. Und wenn er ein Update macht, bleibt auch alles so, wie es vorher war. Bei Nvidia weiß man ja sowieso nie. Da macht er auch immer, was er will. Ja, und jetzt sind ja so gesagt alle neuen Grafikkarten auf dem Markt. Du kannst zwar nicht hier... Ja, du kannst sie jetzt mittlerweile schon kaufen, aber sie sind so teuer, dass ich mir eben sage, so, nein, ich kaufe mir die für diesen Preis ganz bestimmt noch nicht. Die sind richtig hart noch über UVP-Preise, ey. Und selbst UVP ist schon teuer. Die Frage auch, was holst du denn, ne? Holst du dir Nvidia, was du immer schon hattest ungefähr? Also eine halbe Ewigkeit hatte ich schon Nvidia. Oder mal wieder eine AMD-Grafikkarte, ne? Beziehungsweise meine letzte AMD-Grafikkarte war eine ATI-Grafikkarte. Weil die ja noch da ATI hießen, beziehungsweise es noch ATI war. Oh Gott, die Steuerung ist so furchtbar. Ja, halt die Fresse, Mann. Stimmt, diese Wichser hupen ja immer, wenn die in der Nähe von dir kommen. Scheiß Drecksuppe. Alles klar. Auf der Piste, Mann. Oh, schnosch durch hier, die scheiß Dreckskacke. Dann genau hier durchschießen. Perfekt. Weil dann kannst du nämlich hier links fahren und dann ist es viel kürzer. Glaube ich mal. Diese komische Billig-Techno-Mucke, die hört sich ja wie so halbwegs gut an. Das ist eine andere, was hier sonst so abgespielt wird. In dem Spiel hört sich ja eher an wie Fahrstuhlmusik, ne? Das Lustige ist, selbst in Wikipedia steht das drin, von wegen, dass das Scheißspiel... Also die Musik, in der Musik nachgesagt wird, dass sie sich anhört wie Fahrstuhlmusik. Ich weiß, du denke, ja, da hat ihr eigentlich recht, ne? Sollte die Erhardstraße und die Steinsdorfstraße weiträumig umgehen, die aufgrund der Isar-Gaudi gesperrt sind. Party on! Isar-Gaudi? Schon gedacht, sollen wir hier etwa in Bayern unten sein oder was? Die Hütten-Gaudi ist angesagt hier, aber das gibt's schon lange nicht mehr, ne? Denn die ganze Welt ist ein Lockdown. Und ich sitze hier in meinen gemütlichen vier Wänden und ist eine eigene Welt und wir spielen ein Spiel von. Von wann war das nochmal? 2002? 3? Ich glaube 2000. Nee, ich habe gesagt, dass als.
Als Sifus Beyond Underground rauskam, oder in dem Jahr, als Sifus Beyond Underground rauskam, ist das Spiel rausgekommen. Ja, ist ja klar. Ich glaube, das war 2003. Go, schneller, Auto! Ich würde sagen, nur nicht links vorgegenfahren. Oder zu viel links, noch links und rechts lenken, dann dreht das Wagen, der Wagen ja auch wieder durch, ne? Na, ich sehe die im Rückspiegel, ich sehe sie im Rückspiegel. Das Spiel konnte ja schon einen Rückspiegel programmieren. Phänomenal. Wollte ich nicht mal das... Ja. Wollte ich nicht auch mal die Musik einblenden von, von Bloody War, eben die Musik, die sich fast genauso anhört. Also der Anfang auf jeden Fall. Und da kommt... Ich sag zwar mal, dass ich das hier machen wollte, aber ja, wenn ich nachher schneide, dann habe ich es vergessen. So wie alles andere. Ist ja so bei Lego-Insel war es ja genauso, ne? Da wollte ich ja auch einen Vergleich von der Musik reinmachen. Natürlich, rate mal, wer es vergessen hat, ne? Oh, Idiot, warum fahre ich da rein? Der klaut mir sowieso den Scheiß. Scheiß Turbo-Dinger, alles klauen die mir. Boah. Steuern klauen sie mir auch. Ja, kann ich mal richtig lenken hier. Die haben sie immer geklaut, die Schweine. Ich dachte jetzt auch irgendwie gar nicht mehr auf die Strecken. Ich fahre sie einfach nur noch. Ob die sich wiederholen. Die Strecke hatten wir doch schon mal. Die Strecke hatten wir. Ich glaube, wir hatten schon jede Strecke hier. Oh, fast das Turbo-Ding. Ich weiß gar nicht, ob das... Diese komische Kamera, die einfach nach hinten geht. Ob die einfach kommt nach einer bestimmten Geschwindigkeit, die gar nichts mit dem NOS zu tun hat. Keine Ahnung. Wir kommen sogar wieder ein bisschen näher dran an den ersten. Geil. Und dann denke ich mal, dass das Aufholen so ein bisschen auch für mich gilt, ne? Aber nur so ein bisschen. Gott, sind ja viele Autos. Hä? Ist das ein Typ? Ach, das soll... Okay, das soll eine Polizei darstellen. Wow, die fährt ja schneller als der Erstplatzierte. Naja, wir haben ja drei Runden, ne? Vielleicht komme ich ja an dich ran. Vielleicht. Ich glaube, drei Rennen muss ich wieder fahren, ne? Ich will doch nur gewinnen, ich will doch nur dieses Spiel euch haben. Auch wenn ich nichts zur Belohnung dazu kriege, wenn ich das Spiel schaffe. Ich kann froh sein, wenn ich ein Video bekomme, von wegen so, du hast gewonnen. Wahrscheinlich kriege ich ein Bild oder nur Text. Naja, gab es bei NES natürlich auch nicht wirklich viel mehr, aber trotzdem. Ist ja nix. Oh ja, halt die Fresse. Deswegen, da fand ich wohl immer RPGs damals gut, ne? Weil da... gab es dann so gesagt eine Auflösung der Geschichte, wenn du das Spiel durchgespielt hast. Und ja, hier gibt es ja keine Geschichte oder sonst irgendwas. Hier wirst du einfach nur stumpf rennen, aber Endspiele und Geschichte klappen meistens nicht so wirklich. Also, ich kenne jetzt auch kein wirkliches Rennspiel mit einer guten Geschichte dazu. Ist ja so, ich erkenne viele Spiele, die es versucht haben, aber die keine gute Geschichte haben, die so eine Wegwerfgeschichte haben, so ungefähr. Oh, natürlich, hier rammen wieder in irgendein Scheiß auf Fahrzeug rein. Jetzt bin ich schon wieder Zweiter. Toll. Kam vorhin erstmal in die Nähe des Ersten. Und dann bist du wieder Dritter. Gleich die Karre einfach langsam hier. Ich habe umsonst die anderen Autos freigeschaltet bekommen. Ah, aber teilweise lassen die sich eben so behindert lenken. Das ist so eklig, dieses Spiel gestreckt zu spielen. Aber es geht nicht anders. Ja. Der einzige Scheißbildschirm, wo ich das umstellen kann, ist mein LG-Bildschirm auf der linken Seite. Aber ich will jetzt nicht extra... Ich muss mich schon verbiegen für das Spiel. Ich will mich jetzt nicht noch mehr verbiegen dafür. Hauptsache, ihr seht es richtig. So war es auch immer bei den 3D-Videos, ne? Hauptsache, ihr wollt sagen, ihr seht es richtig und ich sehe Scheiße. Ich würde sagen, kam gleich das Ziel oder bin ich jetzt schon kurz vorm Ende? Torgi eigentlich, das ist dasselbe. Ja, näher dran. Nicht, dass es so wie bei Nibus wieder Underground ist. Wenn der Typ ein bisschen weiter entfernt ist, dann kann er Mund auf seinen Schienen fahren, weil keine Autos gespawnt sind vor ihm. Oder spawnen. Ja, ich komme ja nicht mal in die Nähe von dem Wichser, ey.
Aber naja, einmal Erster geworden, jetzt Zweiter. Ich kann immer noch gewinnen. Und wenn ich dann eben, ja. Ein kleiner Schnitt und schon bin ich Erster. Zweiter Platz. Das Lustige ist, ich habe sogar einen Trainer für das Spiel gefunden, aber er funktioniert nicht. Toll. Toll, toll, toll. Aber wenn wir schon mal schummeln, damit wir das Spiel schneller und leichter durchkriegt, so ungefähr. Und dann gibt. Funktioniert nicht mal das, so eine Scheiße. Okay, er soll auch für die englische Version sein, ne? A2 Racer oder wie das Ding heißt. Also das Ding hier in Englisch. Oh ja, nervt doch alle nicht, ey. Aber trotzdem, an sich ist es ja das gleiche Spiel. Ein wird Deutsch geredet und einer wird Englisch geredet. Obwohl, ja, so viel Englisch und Deutsch wird ja auch nicht geredet, ne? Das ist ja immer abhängig hier, wo du fährst, ne? Jetzt sind wir in Amerika und in Amerika wird ja wohl meistens mehr Englisch gesprochen. Oh ja, Mann, verbiss dich. Oh, diese Lenkung, ey, sie ist so furchtbar. Aber Lenkung kann man ja auch immer schlecht erklären, ne? Da müsst ihr schon selbst das Spiel spielen, aber ich warne euch. Spielt bloß nicht dieses Spiel. Ich tue schon für euch. Könnte ich fast so denken wie bei Nostalgia Critic. Ah. Statt, I remember, so you don't have to. Dann kann ich sagen, ich spiele für euch, so müsst ihr es nicht tun. Furchtbare Scheiße hier spielen. Wie ist er jetzt? Bin ich hier einmal durchgerauscht durch die Mitte? Ja. Geil. Voll die Abkürzung. Oh, großer Fehler zu springen. Hohe Geschwindigkeitsverlust und wenn du auf die Idee kommst zu lenken, wenn du in der Luft bist, dann dreht das Spiel auch wieder vollkommen durch. Naja, und die Polizei geht einen auf den Sack. Nö, nö, es geht das schon wieder los. Das große Rumgehupe hier. Ja, ich bin hinter mir. Ja, ja, ich weiß, du musst mich holen. Na, die Fresse. Mann. Das ist eine Durchnuss, ey. Das interessiert die einfach nicht. Das interessiert die einfach nicht. Ich würde sagen, soll man hier längs fahren? Oh, ich würde sagen, er rammt wieder irgendwo rein. Ich habe die Chance zu überholen und fahre ich dann auch wieder selbst irgendwo rein. Okay. Da ist sogar das Ziel gewesen. Stumpfe Scheiße. Naja, solange er akzeptiert, dass ich da durchgefahren bin, ist alles gut. Oh, hier kannst du auch wirklich irgendwo nossen. Hier sind immer hier Kurve, dann geht's ganz bisschen wieder gerade und dann wieder Kurve und dann wieder ganz bisschen gerade. Und dann kommt wieder die nervige Polizei, die auch irgendwie nosst, wie scheint. What the fuck? Ach, hier ist der komische, genau, der komische Park, wo ich so gerade durchgefahren bin. Oh ja, Mann, Auto! Oh, diese Steuerung spawnt vor mir, ist klar. Oh, halt doch die Fresse, Mann. Haltet doch einfach alle die Fresse. Meine Fresse, ihr verkackten Scheißbullen, ey. Die einfach alles vor mir her spawnt, ey. Die haben wahrscheinlich auch nur 3 oder 4 Leute entwickelt, ey. Und dann da stand die einen Typen drauf geschickt, ja, oh, man kann fahren und spielen, das reicht. Mehr muss man nicht. Und die CPU-Gegner fahren. Das ist schon mehr als bei Big Rigs Over the World Racing. Oh Mann! Hier sind auch viele Autos, Mann! Ah, gib doch Gas! Fahren die auch hier längs, Gott. Jo, Mann, ich nass durch! Ich nass durch! Ah, es ist furchtbar, ey. Halt die Fresse, Mann, verpiss dich! Oh, wenn ich jetzt wieder Zweiter werde, habe ich auf jeden Fall verkackt. Na toll, da will ich die Scheiße nochmal fahren. Yay! Ich Bock, verpiss dich, ey. Ja, sammeln wir die Dinger weg. Das ist so wie scheißegal. Du brauchst sie nicht. Du kannst immer lassen, du Hurensohn. Genau wie das, du brauchst du auch nicht. Ihr geht sowieso nie kaputt. Drecksmistzeug, ey. Mann, kannst du durchnassen, ey. Das interessiert dich einfach nicht. Oh, ja. Nicht schnell nach links und nach rechts lenken. Das kann dieses Auto nicht. Das kann kein Auto hier. So. Ich muss mich einmal konzentrieren und Scheiß hier fertig zu machen. Ja, es ist wieder so klar. Verpiss dich doch, du dreckiger Mistau. Ey. Fährt einfach überall rein. Und jetzt hörst du gleich wieder. Mann, ist das Spiel dumm, ey. Verkacktes Scheißdreckspiel. Der Nachfolger, beziehungsweise das exakt selbe Spiel, ist bestimmt genauso beschissen. Der vierte Teil war ja auch nicht wirklich viel besser. Naja, ist ja alles dasselbe Spiel, ne? Ja, Mann, verpiss dich. Kackauto, ey. Scheißgelben, verkackten Drecksauto, ey. Warum bin ich Erster? Ich hoffe, für dich.
dritter Platz. Wo denn zweiter? Wo hat der mich denn noch bitte überholt, du verdammter Wichsknödel, ey? Meine Fresse. Oh, ich bin zweiter. Leider kommt. Halt deine Fresse nochmal. Ja, toll. Nochmal. Fick dich, du Kackspiel, ey. Ist das ein Nutten-Kackspiel, ey? Bist der Sieger. Gratuliere. Du hast Zugriff auf ein neues Auto.